Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ich hier vor einer Statue von Bud Spencer mache. Ich bin kurzfristig in Budapest und wollte da natürlich nicht, wollte es mir nicht entgehen lassen, diese Statue von Carlo Pedersoli alias Bud Spencer zu besuchen. Was hat der jetzt mit Energetik zu tun? Auf den ersten Blick gar nichts, aber er war einer meiner Kindheitshelden und Idole. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so heilig wie Gandhi oder irgendjemand anderer. Wir alle haben Vorbilder und Bud Spencer war eben eines meiner Vorbilder. Und noch lange bevor ich dann mit Meditation oder so begonnen habe. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass man sich da auch mit den Vorbildern, denke ich, beschäftigt. Und ich habe ja ganz viel mit Bud Spencer zu tun. Ich habe die Bud Spencer Musicals geschrieben. Und als in der Kindheit war das einfach einer meiner Helden. Und da möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar wurde ich mal in der Volksschule veräppelt, ich sei ja wie Bud Spencer. Und die haben gelacht, haha, Bud Spencer. Und ich habe den nicht gekannt damals und war urgekränkt. Und mein Vater hat mir dann den ersten Bud Spencer Film gezeigt, sie nannten ihn Mücke. Und seitdem war das dann so ein bisschen so ein Idol von mir, ne? Diese derben, markigen Sprüche und die Fäuste, die er fliegen ließ. Nun, und es kamen dann noch mehr Idole dazu und ich konnte zwar Carlo Pedersoli nie persönlich treffen, aber bis heute habe ich da gute Erinnerungen. Und was hat das jetzt alles mit Energetik zu tun, fragst du dich vielleicht? Nun ja, ein Idol ist ja ein gewisses Leitbild, dass man sagt, okay, was hat der gemacht, was kann ich mich da inspirieren und vielleicht etwas Ähnliches machen in meinem Leben, etwas Ähnliches schaffen in meinem Leben. Und dafür sind Idole gut. Ich habe jetzt nicht alles gemacht wie Bud Spencer, außer vielleicht meine Liebe zum Essen. Aber was der gemacht hat, ist, der hat sich ja immer wieder neu erfunden. Der hat irrsinnig viele Patente angemeldet, der war immer sehr originell und er war vor allem sehr sympathisch und freundlich und ein Familienmensch und hat viele Eigenschaften vereint, an denen man sich orientieren kann. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich ein Idol wählt. Was kann man sich denn heute noch rausziehen? Und so wie mich Bud Spencer durch meine Kindheit begleitet hat und auch heute schaue ich mir die Filme noch gerne an, genauso freue ich mich jetzt natürlich auch, andere inspirierende Menschen kennenzulernen und auch immer wieder zu treffen. Und das muss nicht immer so eine kultische Verehrung sein, sondern es geht nur darum, wer inspiriert dich, wer ist dein Idol und an wem möchtest du dich, ja, an wem möchtest du dich inspirieren lassen. So, jetzt geht's recht zu, da in Budapest, ich verabschiede mich und schreib mir einfach mal, wer sind denn deine Idole, an wem kannst du dich inspirieren oder suchst du vielleicht noch? Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Alles Gute. Wir sehen uns nächstes Mal. Dein Oliver Ereni. Alles Liebe. Ciao.